Moin Leute und willkommen zurück zu Rust. Ja, wie wir sehen, werden wir hier auch langsam mal auf Linux umsteigen. Wird auch langsam Zeit. Alle anderen Serien sind schon lange hier angekommen. Mir hat es für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, mein Windows zerschossen und wir benutzen jetzt hier Sublime Text für Rust. Funktioniert auch ziemlich gut. Falls ihr das auch machen wollt, dann kann ich euch da bei Bedarf eine Einführung geben, wie ihr das Ganze einrichtet. Ist nicht ganz so easy. Aber darum geht es nicht. Ihr könnt natürlich locker weiterhin Visual Studio benutzen, würde ich euch auch empfehlen. Umsteigen ist immer so eine Sache. Und ja, deswegen bitte ich auch mir jegliche Fehler zu verzeihen, wenn irgendwann mal was schief gehen sollte. Ich komme mit dem Editor noch nicht hundertprozentig klar, aber ich gebe mir Mühe. Okay, so viel dazu. Heute geht es um Impls. Impl sind Implementierungen von Structs. Und diese Implementierungen, die haben Methoden. Hier oben sehen wir können nur irgendwelche. Ja, tatsächlich irgendwelche Member drin haben, aber das sind alles nur Variablen. Und wir wollen jetzt tatsächlich auch mal Methoden drin haben, also quasi Funktionen, die zur Struktur bzw. zur Struct dazugehören. Und dazu brauchen wir Impls. Ja, Keyword ist, wie ich schon die ganze Zeit gesagt habe, Impl. Und wie wir sehen, kriege ich hier automatisch das alles vorgeschlagen. Ist ziemlich nett. So, gleich heißen müssen sie, deswegen sage ich hier jetzt Impl-Rechteck. Und diese Impl-Rechteck, die kriegt jetzt eine Funktion fn. Und diese Funktion, die wird jetzt Folgendes für mich tun. Sie wird mir zum Beispiel den Flächeninhalt berechnen. Das heißt, ich nenne das ganze Ding Fläche. Und ja, hier seht ihr schon, alles wird mir vorgeschlagen. Das ist irgendwie ziemlich cool. Allerdings brauche ich jetzt hier Folgendes. Und zwar als Argument brauche ich und self. Für die Leute, die Python schon mal programmiert haben, denen wird es bekannt vorkommen. UnSelf ist eine Referenz auf ein eigenes Objekt, also sprich auf ein Rechteck und zwar auf das Rechteck, auf dem ich diese Methode gerade aufrufe. Das werden wir gleich sehen, was das genau bedeutet. Im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, da wird eine Struct-Rechteck bzw. auch diese Impl-Rechteck wird mir hier übergeben innerhalb dieser Methode Fläche und ich habe auf alles Zugriff von diesem einen Objekt. Okay, RedType ist der Return-Type, den müssen wir natürlich auch noch irgendwie festlegen. Wir haben hier X und Y als F64 irgendwie mal festgelegt. Und ja, deswegen werden wir jetzt hier auch ein F64 reinpacken. Unimplemented ist eine Fehlermeldung hier automatisch generiert, aber die wollen wir natürlich nicht haben. Was wir haben wollen, ist, wir wollen Folgendes. Einfach self.x und mal self.y. So, und das ist es auch schon, das ist direkt unser Return-Typ. Ihr kennt es noch aus Methoden, wenn ich hier das direkt weglasse hinten dran, dann ist es mein Rückgabewert. Und so soll es auch sein. Ich gebe einfach x mal y zurück, so berechnet sich normalerweise die Fläche eines Rechtecks. Wenn ihr hier ein Quadrat habt, könnt ihr auch einfach x Quadrat zurückgeben. Genau, so. Und ja, wie rufe ich das ganze Ding jetzt auf? Das ist gar nicht so schwer. Wir können einfach innerhalb unserer Main-Methode, also ganz unten hier, können wir uns erstmal ein Rechteck logischerweise erstellen. Let r für Rechteck gleich Rechteck mit folgenden Parametern, zum Beispiel x machen wir auf 65. Das ist jetzt einfach irgendwie random gewählt, 65,0 und y auf 2,34 oder sowas. Keine Ahnung, sucht euch einfach irgendwas aus. So, und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen Printline. Okay, so, Klammer, Klammer. Die brauchen wir nicht. Und jetzt rufen wir diese Funktion Fläche auf, beziehungsweise eigentlich ist es eine Methode Fläche. Und die rufen wir auf, indem wir einfach das Rechteck angeben, R, Punkt. Und dann haben wir hier schon die Methode, irgendwo wird sie da. Da ist sie, die Methode R.Fläche. Achtung, die Klammern dürfen wir hier nicht vergessen. R.Fläche und schon ist alles gut. So, und wenn ich das jetzt ausführe, erstmal bilden, das sieht hier ein bisschen anders aus. Nicht irritieren lassen und dann ausführen. So, und jetzt haben wir hier 152,1. Ihr könnt gerne mal nachrechnen. Ich glaube, ich nehme hier einfach mal passendere Werte. 2 mal 65 kriege ich vielleicht auch noch im Kopf hin. So. Und run. Okay, 130, das kommt hin. Sehr schön. Das heißt, wir haben hier jetzt gerade die Fläche über eine Methode berechnet. Was genau ist jetzt hier passiert und warum habe ich hier kein Argument reingepackt? Doch, ich habe hier ein Argument reingepackt, sage ich euch jetzt einfach ganz dreist. Und zwar, und self ist schon drin gewesen.
Und Self habe ich gekriegt, indem ich R. aufgerufen habe. Dadurch wird dieses R sozusagen als erster Parameter hier aufgeführt. Das heißt, im Prinzip ist es so, als hätte ich eine Methode geschrieben und mein R hier reingeschoben. Also einfach eine einfachere und sinnvollere Methode oder sinnvollere Art, dass wir hier eine Funktion aufrufen. Ups. Wie wir sehen können, habe ich Sublime Text noch nicht gekauft. Ich werde es vielleicht demnächst tun, mal gucken. Erstmal muss ich es ein bisschen ausprobieren. Ich habe jetzt nur hier langsam keine Videos mehr und deswegen brauchte ich ganz schnell eine Methode, wie ich Rust programmieren kann. Das heißt, ich werde hoffentlich bald sehr zufrieden damit sein und dann schauen wir mal weiter. Okay. Wir haben jetzt hier quasi also dieses R hier reingestopft und dann hier drüber aufgerufen. Das Tolle dran ist, wir können so viele Methoden, wie wir wollen, hier reinpacken. Wir können jetzt hier auch noch eine machen für den Umfang. FN Umfang. Und hier können wir dann auch wieder uns Self reinstecken. Und als Return-Typ ein F64. So. Und hier werden wir jetzt einfach zweimal Klammer auf, self.x plus self.y rechnen. Denn ein Umfang berechnet sich einmal komplett durch. Das heißt, wir haben zwei x-Seiten und zwei y-Seiten. Und wenn wir die addieren wollen, 2 mal x plus 2 mal y ist dasselbe wie 2 mal x plus y. Genau. Und jetzt kann ich hier den Umfang berechnen. Umfang. So. Und jetzt kann ich es ausführen. Und dann habe ich einen riesen Code da unten. Und habe den Umfang 130. Was laut meinen Kopfrechenkünsten, die ein bisschen eingerostet sind, nicht ganz funktionieren kann. Das heißt, wir haben hier irgendwo einen Error bekommen. Ja, hier unten sieht man schon. Was ich gemacht habe, ich habe vergessen 2.0 zu schreiben. Das ist natürlich doof gelaufen, würde ich sagen. Führen wir das Ganze nochmal aus und run. So, jetzt wird es hoffentlich... Nein, immer noch nicht. Ah doch, da haben wir es doch. Wunderbar, also 134 ist der Umfang. So, das heißt, wir können jetzt hier verschiedene Funktionen bzw. Methoden innerhalb unserer Implementierung reinpacken und brauchen dieses Self hier oben zwar in der Definition, aber wir müssen es hier nicht mehr angeben, weil wir über den Punkt, den Zugriffsoperator, alles aufrufen. Okay. Ja, für heute reicht es auch erstmal wieder. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.